Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Journey, FIFA 18. Letztes Mal haben wir leider nur noch Remis gemacht, deswegen haben wir hier leider nicht den Publikumsliebling geschafft. Aber dieses Mal werden wir es versuchen, einfach mal ein bisschen besser zu machen, ja. Es lädt. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erst mal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael! Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Top-Clubs sehen, wenn Spieler Potenzial haben, und das hast du in den USA gezeigt. Nein, hab ich nicht. Und das bedeutet? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Topclubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, Trommelwirbel bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele, Megaverträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon! Laut Agent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf, die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen, alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Ja, jetzt befinden wir uns in der Demo. Genau da, wo wir auch schon in der Demo waren. Wer die Demo nicht gesehen hat, werde ich jetzt nicht spoilern oder so. Freut euch einfach auf die kommenden... einfach auf die kommenden Spiele. Wird auf jeden Fall spannend. So. Was hier jetzt? Arsenal will die Gerüchte nicht kommentieren. Jegliche Transferangelegenheiten werden intern geregelt. Ich würde ja gerne dranbleiben, dass Real Madrid Hunter ernsthaft will, aber ich kann es einfach nicht. Diese ganze Real Madrid-Gerede um Hunter kann nicht wahr sein. So gut ist er nicht. Wow, Alexander, hältst du dich wohl für den nächsten Ronaldo? Hm? In seiner ersten Saison hat Alexander gezeigt, dass er fast alles kann. In seiner zweiten Saison stellen wir eventuell fest, dass er eins nicht kann. Spanisch lernen. Ja, die Real Madrid-Gerüchte um Alexander wollen einfach nicht verstummen. Hashtag, was steckt dahinter? Hey, Muchacho. Alexander, hoffentlich hast du geübt. Das sah schon richtig gut aus an der Klampfe. Lol. Wir können Gitarre spielen. Okay. Okay. Und wir müssen Transferwert auf 10 Millionen Pfund erhöhen. Dribbling mit Präzision. Okay. Machen wir einfach mal. Ja. Aber hört sich doch gut an. Hört sich erstmal gut an, Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Ja.
Hindernisparcours und Dribblinge mit Präzision, okay. Ja, hört sich erstmal richtig gut an. Real Madrid, Topclubs, PSG, Bayern München, alles klar. Da freue ich mich schon drauf. Okay. Boah, das ist voll schwierig. Ah, ich dachte, ich wäre da jetzt nicht dran. Links dran vorbei. Ich wäre jetzt nicht dran vorbeigekommen. Exzellent. Wow, das war easy. Ist ja auch Bronze, okay. Dribbling mit Präzision. Dribble innerhalb der Zeitlimits durch möglichst viele Tore. Tipp, mit Präzisionsdribbling kannst du erfolgreicher sein. Dribbling. LT. Oha. Alles klar. Alles klar. Oha. Ist echt voll gut. Das klappt richtig gut. Oh, oh, nein, shit. Okay, exzellent. Ich glaube, das war am Ende noch relativ knapp. Ich glaube, das hätten wir nicht einfach so machen können. Ihr habt übrigens gesehen, dass ich in letzter Zeit ziemlich oft die Folgen ziemlich kurz halte. Weil einige mir geschrieben haben, ne, mach die nicht so lang. Eine halbe Stunde oder 40 Minuten sind mir zu lang. Okay, mach die etwas kürzer. Mann, Hunter, was hast du denn heute gefrühstückt? Das war überragend. Der Rest orientiert euch an Hunter. Das war's für heute. Dankeschön. Dankeschön. Danke, 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 danke. Susan Welles. Okay, nehmen wir an, Real Madrid macht vor der Transfer-Deadline am 31. August ein Angebot. Alex, bist du sicher, dass du das willst? Wenn du hier bleibst, werden wir dich weiter trainieren und in ein paar Jahren... Aber in der Premier League ist momentan niemand begehrter als Alex. Sollte es dir um deinen Vertrag gehen, Michael und ich haben vereinbart. Es geht nicht nur um das Geld. Warten wir ab, wie es sich entwickelt. Aber solltest du wirklich wechseln wollen, Alex, musst du eine Transferanfrage einreichen. Wenn das so ist, dann machen wir das halt. Ich verstehe. Warum? 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 Weil du den Verein verlassen willst. Ach so, die wollen mich halten. So ist es also. Die wollen mich halten, ne? Weil ich halt geil bin. Und ich will aber zu Real Madrid wechseln. Und die wollen mich natürlich nicht gehen lassen, ne? Und die sagen mir dann einfach so, okay, er will den Verein verlassen. Da muss er aber auch sagen, ich will den Verein verlassen. Hoffentlich triffst du heute, Alexander. Hashtag Torboss. Arsenal zu Gast bei West Brom. Klingt spannend, das lasse ich mir nicht entgehen. Wir müssen zwar auswärts ran, aber wir werden West Brom trotzdem schlagen. Hashtag Arsenal. Ja, und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Es war eine Story-Folge. Nächste Folge kommt wieder ein Spiel. Und dann würde ich sagen, hoffentlich holen wir dann die 3 Punkte. Bis morgen. Lasst einen Kommentar da. Ciao.